Herzlich willkommen hier zu YouTube, herzlich willkommen in unserem Studio, hier in unserer Außenküche diesmal. Folgt mir gerne auf Instagram unter marcolors-youtube und auf YouTube natürlich abonnieren und teilen, denn ihr wisst ja, auf meinem Kanal gibt es regelmäßig Gewinnspiele für alle, die Abonnenten sind. In dieser Folge bei YouTube seht ihr Folgendes. Wir zeigen euch, wie ihr Plastikmüll ganz einfach vermeiden könnt und wie das Nachfüllen eines Sakrotanspenders für euch zum Kinderspiel wird. Ja, das bedeutet Umweltschutz, ganz einfach Umweltschutz. Weniger Plastik durch zum Beispiel Sakrotan, indem wir die Flasche einfach wieder abzeichnen, quasi neu machen, neu befüllen. Wie das Ganze geht, wie gesagt, jetzt hier in dieser Folge. Also viel Vergnügen damit und viel Spaß beim Nachmachen. Das Problem bei der Firma Sakrotan oder bei allgemein diesen Seifenspendern ist ja bekannt, sobald die Produkte alle werden, kann man sie wegschmeißen und muss sich einen komplett neuen nachkaufen, weil man bekommt dieses Produkt manuell einfach nicht geöffnet. Das heißt quasi, ein gutes Plastikteil, was wirklich noch zu 100% heil ist, keinen Schaden hat, schmeißt man in die Tonne und muss dafür ein neues kaufen. Weil halt ja, man es nicht nachfüllen kann. Es ist nicht vorgesehen vom Hersteller. Derzeit nicht vorgesehen. Und das ist natürlich ein Ärgernis und kostet natürlich alles Geld. Und in Sachen Umweltschutz ist das Ganze natürlich auch nicht ganz so gut. Meine Frau hat deswegen etwas herausgefunden, wie es auch schon manche andere Menschen machen. Das kennt ihr vielleicht auch schon, den Trick Schraubenzieher. In diesem Fall habt ihr einen Schraubenzieher oder etwas anderes. Geht damit unterm Rand und könnt damit die Flasche aufhebeln, um sie wieder neu zu befüllen. Geht, klappt, ne? Ihr seht jetzt hier vorne ist alles offen. Ihr könnt die Flasche jetzt auch reinigen, wenn ihr wollt und so weiter. Also mit Wasser ausspülen, wenn Bedarf besteht. Ihr könnt die Flasche jetzt wieder neu befüllen. Nach der Neubefüllung macht ihr sie einfach wieder zu, schlagt einfach drauf und die Flasche ist zu. Und ja, so spart ihr auf jeden Fall Geld, weil ihr braucht doch nicht jedes Mal so einen Spender neu kaufen, sondern könnt das Ganze meinetwegen über so eine Nachfüllpackung oder irgendeinen x-beliebigen Anbieter nachfüllen. Das ist der Vorteil dabei. Nachteil bei dieser Schraubenzieher-Variante ist aber, logischerweise, hier trifft hohe Gewalt auf Plaste und irgendwann gibt das Plaste mal nach. Das bedeutet, umso öfter man das Ganze so öffnet, hat man irgendwann vielleicht das Problem, dass beim Rausnehmen aus dem Spender der Deckel auf einmal drin bleibt. Ist in diesem Fall noch nicht so, dass der Deckel drin bleibt, weil halt die Mechanismen zu sehr kaputt sind. Ihr seht ja hier auch schon, das wurde schon öfter von meiner Frau praktiziert, dementsprechend ist schon ein bisschen Spiel. Die Originaldinger sind natürlich noch sehr richtig fest. Das bedeutet, wenn wir das noch 10, 20 Mal machen oder auch weniger, ist das nicht mehr machbar, weil dann irgendwann der Deckel jedes Mal ganz einfach schon so abgeht. Ihr seht, mit ein bisschen Gewalt würde ich jetzt sogar hinkriegen. Mache ich deswegen nicht, sonst ist das Ding nämlich schon kaputt. Das wäre also Variante 1, die brachiale Variante. Dann haben wir aber gesagt, oder ich mir gesagt, du pass auf, wir haben doch schon so ein Lifehack gemacht für Dolce Gusto. Warum nicht auch für Sakrotan? Sobald der Spender nämlich leer ist, könnt ihr noch Folgendes machen. Anstatt jedes Mal aufzubrechen, nehmt euch einfach nur einen Bohrer zur Hand. Mit diesem Bohrer müsst ihr nur aufpassen, dass ihr einen Bohrer wählt, wo die Spitze genau reinpasst. Also quasi nicht für die Bohrspitze, sondern quasi wo ihr genau wisst, wenn ihr jetzt ein Loch bohrt, der Trichter passt in den Nachhinein rein. Das bedeutet mir Folgendes, ihr setzt euren Bohrer an, bohrt meinetwegen genau in der Mitte ein Loch rein. Und könnt dann mit Hilfe eures Trichters jedes Mal die Flasche neu befüllen. Macht das Ganze natürlich dementsprechend leichter, weil ihr Trichter rein, Flüssigkeit oben rein, und das Ganze volllaufen. Im Nachhinein, jetzt sagt natürlich jeder, oh Gott, wenn es umkippt, läuft es doch aus. Ja, meine Güte, der Dippel hat da ein Stück Teser für und klebt das Loch oben zu. Ist das ein Problem? Nein. Auf jeden Fall ist ein Stück Teser weniger Plastikmüll, als jedes Mal dieses Ding in den Müll schmeißen. Also, das ist nur ein privater Tipp von uns. Also, entweder brachiale Gewalt mit einem Schraubenzieher, die Flaschen jedes Mal aufbrechen, auch wenn es Discounter-Varianten auch schon gibt, die günstiger sind vielleicht als Sakrotan.
Das Problem bleibt das gleiche. Ich schmeiße jedes Mal das Ding in den Müll. Warum nicht das Ding wieder befüllen? Kleiner Tipp noch von mir. Ihr müsst die Flasche schon jetzt noch einmal öffnen, weil logischerweise durchs Bohren fallen natürlich auch kleine Bohrplastedinger hier mit in den Behältnis rein. Das kann den ganzen Mechanismus ein bisschen beschädigen. Das heißt quasi nach dem Bohren noch einmal zwangsmäßig öffnen und einmal die ganzen Bohrsplitter, die Plastiksplitter einmal ausspülen. Und danach braucht ihr die Flasche nie wieder öffnen, einfach nur oben nachfüllen. Und so spart ihr euch nicht nur Geld, sondern schont sogar noch die Umwelt. Also, was will man mehr? Jetzt nachmachen, wer will? Ihr könnt noch gerne Lifehack-Informationen oder so Tipps, was ihr doch gerne vorstellen soll, gerne auch mal schicken unter mlgewinnspiel@gmail.com. Das ist meine offizielle E-Mail-Adresse. Wenn ihr jetzt sagt, du, wir haben hier ganz klasse Ideen in Sachen hier, meinetwegen Wasserkocher. Oh, der ist voll, der war schwer. In Sachen Wasserkocher, was man damit noch als Lifehack machen kann und so weiter. Also gerne auch Informationen, Inspirationen auch auf meinen Kanal schicken oder auch auf Instagram unter MarcoLawrence-YouTube ist das Ganze auch möglich. Also jetzt, viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr euch schon immer einen Spender besorgen wolltet, besorgt euch einen Spender. Macht einmal die Flasche leer, ja, öffnet die Flasche, bohrt ein Loch rein, schließt die Flasche und sofort könnt ihr die Flasche ab sofort immer selber nachfüllen, sogar mit eurem Lieblingsduft oder Geschmack, was ihr immer haben wollt. Geschmack klingt doof, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Also, das war unser Lifehack für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr noch Interesse habt an mehreren Folgen, abonnieren, teilen. Folgt mir gerne auf Instagram unter MarcoLawrence-YouTube. Ich werde jetzt hier den Behältnis wieder füllen. Und dann geht's wieder ab für mich nach Hause. Aus dem Studio nach Hause. Also, tschüss, euer Marco Lawrence. Macht's gut. Für alles.